Hi, es geht weiter. Die My Little Box kam gerade, genauso wie die Glossy Box. Glossy Box mache ich im Anschluss auf. Video wird dann die Tage hochgeladen. Jetzt geht es um die My Little Box. Scheint, als ob es keine Box ist diesen Monat. Manchmal sind es ja auch Taschen oder Dosen und so weiter. Aber gucken wir mal rein. Was ist er denn hier? Ritsch, ratsch auf, das gute Stück. My Little Box kommt auch monatlich und kostet 17,50 €. Da ist Beauty und Lifestyle drin. Und es ist grün. Leute, guck mal. Eine Tasche. Mega. My Little Box steht hinten drauf. Super. Die ist richtig schön genäht, ne? Mit so einem Zipper. Und da gucken wir gleich mal, was das Thema ist. Leben ist nicht nur atmen. Atemlos zu sein gehört auch dazu. Von Alfred Hitchcock. Cool. Das ist wieder sowas, was man sich auch schön einrahmen kann, ne? Und hinhängen kann. Finde ich total cool. Ach, guck mal gleich mal rein in das gute Stück. Okay, also das bleibt hier fest, während man den hier so aufmacht. Okay, dann, wenn man es offen lässt, hat man quasi eine Tasche. Okay, cool. Ich kipp's alles auf. Ich sehe schon. Ich muss gleich mal anfangen mit Caudalie. Und zwar haben wir ein Serum. Radiant Serum Complexion Correction. Caudalie habe ich auch durch die ganzen Boxen kennengelernt. Und mag ich total gerne. Caudalie ist eine Kosmetiklinie, die viel mit Trauben zu tun hat. Alles aus Traubenkernextrakt macht und so weiter. Mag ich total gerne. Super, freue ich mich. 10 Milliliter sind drinne und für alle Hauttypen ist es geeignet. Apply morning and evening before your moisturizer. Also vor der normalen Creme dann. Cool. Als nächstes von Bilou Cozy Hands, ein pflegender Handschaum. Das kenne ich noch gar nicht. Die Firma Bilou ist auch sehr stark in allen Boxen vertreten. Mag ich total gerne. Schaut total hübsch aus. Ich probiere es gleich mal. Bin ich ganz gespannt drauf. Cozy Hands. Okay. Schöne Blüten sind drauf. Passt auch irgendwie sofort zu meinem Pullover. Heute, als ob wir es abgesprochen hätten. So. Oh, okay. Es sieht aus, als ob der leicht getönt ist. Also es ist ganz schön viel, was dabei rauskommt. Da muss man wirklich gut dosieren. Oh la la. Es riecht total vanillig. Wie so ein Vanille. Backpulver oder gibt es so ein Vanillin von Dr. Oetker? Vielleicht kann man es mit sowas vergleichen, aber es fühlt sich total schön an auf der Haut. Doch, doch, das hat was. Manchmal so ein bisschen wie Weihnachtskekse oder so. Ich weiß nicht. Es pflegt total schön, macht die Hände zart. Oh, cool, wird benutzt, freue ich mich. Ja, mag ich total gerne. 100% vegan steht hier noch drauf. Cozy Hands. Feuchtigkeitsspendend. Ja, mega. Okay. So, weiter geht's. Time to pose. Maskhydrant. Ich hatte so den Eindruck, dass mal eine Werbung kam von My Little Box, dass die jetzt so wie so eine Art neue Serie oder so rausbringen. Und das hier ist jetzt schon das dritte Produkt, quasi im gleichen Design, in der gleichen Farbe gehalten. Und da kann es gut sein. Was haben wir denn jetzt hier? 10 Minuten für dich und deine neue Selfie-taugliche Maske. Ach, cool, eine Maske ist das diesmal. Okay. Sehr schön, 10 Minuten. Ja, cool, wird ausprobiert, lasse ich euch wissen. Als nächstes haben wir eine Mascara. Go big or go home, okay? Volumizing Mascara. Oh, das ist ein Sample. Aber es,
hier gar nicht die Firma. Ich hole es mal raus. Ach, schön, Sternchen kommen mir da entgegen. Und das ist eigentlich auch ein total schöner Schriftzug. Aber wie gesagt, ich sehe noch gar keine Firma. Wow. Oh, ich kann es nicht lesen. Cat Home A Trooper Black. Keine Ahnung. Kenne ich nicht, habe ich noch nie mitgekriegt. Ist so ein Typchen, ne? Ico London hat auch immer so eine Tuben mit Mascara und so Zeug. Okay, wow. Cooles, dickes Bürstchen. Nicht schlecht. Also für unterwegs ist die ganz cool, ne? So eine kleine Tube. Zack, wieder rein. Mal ausprobieren. Also das Packaging ist ja cool, ne? Weiter geht's. So, die Pflegeprodukte habe ich jetzt schon alle. Es ist wieder ein kleines Säckchen dabei. Letztes Mal war es auch so ein kleines Briefumschlägchen. Und da war ein kleiner Eisbär drin. Ne? Der war total cool. Den hat man dann beim Handy an die Strippe quasi gemacht. So, mal gucken. Habe ich eine Schere hier? Riesenschere. Kleiner Umschlag. Ab, zack. Ui. Was ist das denn? Breathe. Atme. Okay. Könnt ihr das hier so sehen? Ein kleiner Anhänger. Da steht Atme drauf. Und das hängt an so einem selbstgenähten Bändchen, was aber super zu der Tasche passt. Okay, was steht hier? Bracelet Inspirant. Chat de Cotton e Medaille Inspiré. Baumwollbändchen mit Glücksmedaillon. Einatmen, ausatmen, um. Wenn das Leben hektisch wird und scheinbar alles aus der Bahn gerät, müssen wir nur dann daran erinnert werden, dass alles wieder gut wird. Wenn dieses kleine Medaillon das schafft, ist schon viel gewonnen. Okay. Dann bindet sich das vielleicht hier so drum. Duck, 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 duck. Ja, klappt das? Okay. Ja, ich denke, ich krieg's hin. Oh, vielleicht doch nicht. Doch, 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 doch. Einhändig. Tada! So sieht das Ganze dann aus. Okay, hier ist so das Anhängerchen. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich das täglich tragen werde, aber wir gucken mal. Wir haben hier noch eine coole Packung, gleiches Design. Brosse Nettoyant Très Douce. Was kann das sein? Französisch, Freunde, unter uns. Oh, eine Bürste. Eine Gesichtsbürste. Auch von der My Little Box Eigenmarke. Oh, die ist aber schön weich. Wow. Okay. Okay, schön. Mal gucken, was dazu steht. Hoppala, schmeiß gleich alles fort. Oh, hier ist auch, die Kanako hat wieder gemalt. Vorbereitung, erst abschminken und anschließend die Haut anfeuchten. Die Augenpartie kannst du aussparen. Trage einen Tupfer mildes Reinigungsmittel auf deine Bürste auf. Von der Mitte des Gesichts, Stirn, Wangen, Kinn sanft mit kreisenden Bewegungen nach außen bürsten. Wasche erst dein Gesicht ab, danach spülst du die Bürste aus und lässt einfach an der Luft trocknen. Alles nochmal schön aufgeschrieben und aufgemalt. Cool, probiere ich mal aus. Also die ist wirklich schön, angenehm, fühlt sich total schön an. Cool, die lassen sich auch immer wieder irgendwas einfallen. So, dann packen wir das mal wieder zurück. Und natürlich noch die schöne Tasche dazu. Oh, hier ist auch noch ein... Oh, was ist das denn? Gina, Tampons und Binden aus 100% Bio-Baumwolle. Da ist hier noch so ein kleines Goodie dazu, wird ein Tampon sein.
Okay, kommt bald auch nach Deutschland. Okay, ist noch nicht da, kommt noch. Wow, die My Little Box für März 2020. Total schön, freue ich mich. Wenn du wissen möchtest, was in der letzten My Little Box war, verlinke ich dir das Video hier oben. Ansonsten siehst du im Anschluss noch ein Foto mit den Produkten von der aktuellen Lookfantastic und auch dem Wert. Sobald ich es rausfinden kann, versuche ich dir hier mal den Wert von den Produkten hinzuschreiben, weil My Little Beauty Produkte kriegt man nicht raus und das kriegt man auch nicht raus. Aber das hier versuche ich mal ein bisschen zu recherchieren. Ansonsten verlinke ich dir am Schluss wie immer alle Videos vom März bzw. auch My Little Box vom letzten Monat. Und wenn du möchtest, dann bleib gleich dran. Es geht weiter mit der Glossy Box. Bis dann. Tschüss.